Pendant zu eurem Nachrichtenflaggschiff, dem ZDF-Heute-Journal, sind bei uns ja im Ersten die ARD-Tagesthemen. Und Sina Braun zeigt Ihnen mal, wie es da hinter den Kulissen zugeht. Und bin gespannt, ob es Parallelen zum Heute-Journal gibt. Hier entstehen sie jeden Abend, die Tagesthemen. Mit der Hilfe vieler MitarbeiterInnen und unseren Moderatoren. Heute mit ihm. Tja, liebe Marietta, willkommen in Hamburg. Lok steht bei ARD aktuell. Wie bei euch auf dem Mainzer Lerchenberg die Nachrichten und das Heute-Journal entstehen, das weißt du ja nur zu gut. Aber wie das bei uns hier bei den Tagesthemen funktioniert, das zeigen wir dir und den DAS-Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt mal. Der Sendeplan der heutigen Tagesthemen. Der ist anfangs noch leer und muss mit Themen bestückt werden. Welche Themen es in die Sendung schaffen, legen Redakteure und Planer fest. In diesen Wochen schauen wir ja fast täglich auf den Krieg in der Ukraine. Und das eine ist das Aktuelle. Das andere ist, dass wir gerade als Tagesthemen spät am Abend noch mal ganz andere Geschichten erzählen wollen. Geschichten, die die Menschen den ganzen Tag über vielleicht noch nicht gesehen haben. Der sogenannte Aufmacher wird deshalb ein Selfie-Tagebuch von drei Frauen aus der Ukraine, die über die Lage vor Ort berichten. Die erste ist in Charkiw, die zweite ist eine Fernsehjournalistin, die ist von Kiew nach Lviv geflohen. Und die dritte ist eine junge Produktanalystin, auch in Lviv. 3 Minuten werden dafür von der CVD, Chefin vom Dienst, in der Sendung eingeplant. Der Beitrag muss nun von einem Autoren erstellt werden. Der sitzt in diesem Fall in Köln. Die sind jetzt schon seit Tagen dabei, halt Menschen in der Ukraine, mit denen wir in den letzten Wochen zu tun hatten, anzuschreiben. Also das meiste läuft so über WhatsApp. Und die halt zu bitten, trotz aller Widrigkeiten des Alltags und der Nöte, was aufzunehmen von sich und von sich zu erzählen, wie sich ihr Leben verändert hat. Birgit ist im ständigen Austausch mit dem Kollegen, der die ganzen Videos in einem Film zusammenfügt. Sie fragt den Stand ab, erhält die Filmideen und nimmt Textvorschläge ab. Währenddessen sucht Ingo das Hintergrundfoto aus, das später im Studio bei seiner Moderation zu sehen ist. Die Grafiker haben ihm schon mehrere Vorschläge geschickt. Zum Beispiel dieses Bild hier. Das ist in Mariupol. Da schiebt einer sein Fahrrad, so wie wenn wir zum Bäcker gehen würden, durch Trümmer. Das könnte ein Ansatz sein, dass man sagt, okay, wie schaffen es die Menschen, das, was sie erleben, zu verarbeiten, aber auch zu verbalisieren oder in Worte zu fassen. Und dass es eben, man sich das kaum vorstellen kann. Das ist vielleicht so eine Idee, in die ich gehen könnte. Mittlerweile ist der Beitrag aus Köln fertig und abgenommen. Über eine Datenleitung wird er nun nach Hamburg überspielt. Und Ingo? Der gibt seiner Anmoderation noch den letzten Schliff. Okay, Moderation, sind soweit fertig? Dann fehlt nur noch eins. Umziehen und ab in die Maske. Frisch geschminkt betritt er erst ein paar Minuten vor der Sendung das Studio. So, Showtime. Bis zu 7 Themen werden jeden Tag in den Tagesthemen behandelt. Und bitte. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Damit Nachrichten wie diese Sie alle täglich zuverlässig über das Weltgeschehen informieren, müssen viele MitarbeiterInnen Hand in Hand arbeiten. Und das rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Das war jetzt fast eine Exklusivführung von Ingo für dich. Was kam dir bekannt vor und bei was hast du gedacht, ach so machen die das? Eigentlich kam es mir total vertraut vor. Ja, ja, ich kenne das natürlich auch, dieses viel miteinander diskutieren, das haben wir auch. Das sind eben auch eine diskussionsfreudige und offene Redaktion, Ideen gemeinsam entwickeln, dann Bilder gucken, die Moderationstexte selber schreiben, aufs Interview vorbereiten, dann irgendwann in die Maske gehen. Also es ähnelt sich in den Abläufen, glaube ich.